Ha, Lilo, heute wird's bunt, heute wird's mir zu bunt. Was wir hier sehen, ist ein Live-Wallpaper. Ja, erinnert mich furchtbar an mein Android, ne? Android, lehnt sich so ein bisschen an dieses Nexus Live-Wallpaper an und hat noch ein anderes Wallpaper drin. Kommt aus einer inoffiziellen PPA, also Paketquelle, und streng genommen wissen wir gar nicht, wer das verbrochen hat, und wir müssen diesem guten Menschen Vertrauen, wollen wir mal glauben. Ist doch nett. Sieht doch irre aus, ja. Gut. Habe ich mir noch ein schönes Bildchen als Hintergrund dazu gemacht. Wunderbar. Wo kriegen wir es her? Terminal? Terminal, her damit. Wollen wir haben. Und zwar müssen wir erstmal eine, wie gesagt, inoffizielle vom weiß Gott wem PPA hinzufügen. Ja, wie gesagt, auf eigene Gefahr. Sudo Leerzeichen add minus apt repository Leerzeichen PPA Doppelpunkt FYRMIR Schrägstrich Live Wallpaper minus Daily. Vertrauen wir dem Mann? Haben wir das erledigt? Und dann machen wir noch ein Update, ne, dass sich die Paketquellen aktualisieren. Zweiter Befehl, der dahinter kommt mit und getrennt, ist Install. Und dann wird noch ein Live Wallpaper Indicator installiert, der hier oben ist, ne. Seht ihr überhaupt vor lauter Strichen meine Maus da oben in der Ecke? Ist ja noch so ein Indicator, da kann man noch was einstellen. Beim nächsten Login, Logout erscheint das Ding. Und da kann man noch was einstellen. Gut, dann stellen wir noch mal was ein. Live-Wallpaper, finde ich gut. Ja, kann man hier ein- ausschalten, ne? Und man kann auch umschalten auf Galaxy. Galaxy. Dürfte den ein oder anderen bekannt sein. Eine Galaxie, ne? Nett. Hier kann man wieder umschalten. Nexus. So, Live-Wallpaper-Setting. Machen wir erstmal Nexus. So, erstmal kann man hier sich entscheiden, ist die Live-Wallpaper an oder aus. Ist die angeschaltet, komme ich nämlich an meine gegebenenfalls vorhandenen Desktop-Symbole nicht dran, kann ich hier ausschalten. Und so sieht mein Original-Desktop nämlich aus. Wieder eingeschaltet sieht so aus. Allgemein Autostart kann man auch noch ein- ausschalten. Autostart, ja, dass sich das automatisch beim Starten des Systems startet, habe ich auch ausgestellt. Ich möchte das gegebenenfalls manuell machen. Ne? Ich habe ja den Indikator, kann ich es ein- aus, ne? Weil das zieht auch ziemlich viel CPU. Gegebenenfalls ein Rechner, der wenig CPU hat, mit den Einstellungen spielen, zeige ich jetzt gleich. Frames per Second Begrenzung kann man hier einstellen, also wie schnell das ist, ne? Also wie schnell sich das Bild aufbaut. Da kann man ein bisschen mit rumspielen. Schneller oder langsamer. Schnell ist sehr, sehr langsam, ruckelt das, dann suchen wir uns einen Wert, wo es nicht mehr ruckelt, wo es gerade noch so schnell genug läuft, dass es flüssig aussieht, und da muss das nicht unbedingt auf 50 stehen. Kann dann vielleicht andere Sachen einstellen. Hintergrundbild, ne? Da hatte ich mal so ein Hintergrundbild mir gebastelt mit GIMP. Den hänge ich euch mal an. Das ist dieses Blaue, was da im Hintergrund ist, ne? Also die blauen würfelförmigen Dinge. Hänge ich euch an. Anzeigeart, da kann man jetzt auf den Desktop-Hintergrund eingehen, ob der jetzt zentriert angezeigt wird oder wie auch immer. Ne? Genauso wie man es von Ubuntu auch gewohnt ist, ob der skaliert wird oder den ganzen Bildschirm ausfüllt. Primärfarbe und so weiter. Da geht es dann um den Desktop-Hintergrund, der dann hier verwendet wird. Der überschreibt quasi den Original-Hintergrund. So, das waren die Registerkarten. Und dann hat man natürlich noch für die einzelnen Live-Wallpaper noch Effekte, die man einstellen kann. Anzahl der Impulse. Ich habe hier schon 100 Stück eingestellt. Standardmäßig sind es nur 40. Ne? Dann sieht es so aus. So, Größe des Impulses kann man auch noch einstellen. Wir machen immer größer. Dann sieht das irgendwie furchtbar groß aus. Wir haben furchtbar große Impulse. Und die maximale Länge, also wie lang so ein Strich ist, kann man noch einstellen. Minus und Plus kann man da noch Einfluss drauf nehmen. Ja, sieht ja schon wieder ganz anders aus. Verzögerung und Länge. Mit dem Klick auf Leeren kann man die Standardeinstellungen wieder zurücksetzen. Appearance, Art des Leuchtens, das ist hier vorne der Kopf von dem Ding. Da kann man sagen, ist das ein Würfel, Radial oder ist das eine Spirale? Jetzt mache ich den mal wieder ein bisschen größer, damit man es besser sieht. Ja. Größer, damit man sieht, aha, jetzt ist eine Spirale, ne? Der spiralförmige Kopf. Appearance, Erscheinungsbild. Ne? Ich habe jetzt mal Square genommen, passte zum Hintergrundbild, Settings, Anzahl der Impulse, mal ein paar mehr Impulse, aber vielleicht nicht ganz so große, dann passen mehr auf dem Bildschirm. Sieht das besser aus. Gut, das ist Nexus Galaxy. Galaxy kann ich umschalten, ne? Galaxy.
Sehr schön. Gibt's aber auch schon länger. Das ist also im Prinzip nichts Neues. Ist uns aber jetzt einfach gemacht worden, das zu installieren, einfach über diese PPA. Größe eines Sterns kann man größer stellen, dass der dicker ist oder ganz klein, dass der kaum noch zu sehen ist. Ich mache das jetzt mal stufenweise. Sieht es so aus, zeichne Sterne mit Zacken, dass der ein bisschen zackenförmig aussieht. Je nachdem, wie kleiner ist, kann man das auch abschalten, spart vielleicht wieder ein bisschen Zeit. Galaxy Light, ja. Verwende eigene Farbe, ne? Da habe ich so ein bisschen blau genommen, weil das zum Hintergrund gepasst hat. Schalte ich das wieder aus, dann sieht das normalerweise so aus, ne? Da sind da andere Farben ein. Habe ich da andere Farben gewählt? Kann man sich eine aussuchen, meinetwegen rot auswählen, dann ist die Galaxie rot. Und innen drin kann man dann auch wieder eine andere Farbe, sagen wir mal, schwarz auswählen. Dann sieht das so aus und der Farbradius, der Farbverlauf quasi, kann man dann einstellen. Von 0 bis weiß ich was. So. Gut, dann mache ich das mal wieder auf Standard hier leeren. Sehr schön. Move, Rotate und Zoom, das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt wichtig. X-Rotation, da kann man die Galaxie rotieren lassen. Ne? Da kann man ein bisschen drehen, das Ding. Schee. Sehr schön. Und kann man drehen, kann man in Y-Richtung genauso gut drehen, kann man so rumkippen quasi, ne, wo man sie hinhaben will, ne, damit die auf dem Desktop nicht stört. Z-Rotation kann man sie im Kreise drehen. X-Versatz kann ich sie in X-Richtung versetzen, plus in die Ecke damit. Und in Y-Richtung kann ich sie auch dann versetzen, zack, in die Ecke damit. So. Zoom kann ich sie wieder größer oder kleiner ranzoomen, ja, wie ich es denn möchte. Kann damit so ein bisschen herumspielen. Finde ich gut. Galaxy. Particle Settings. Da kann ich es wieder größer oder kleiner stellen. Und schon habe ich so ein verrücktes Dingens. X-Versatz mal ein bisschen mehr in die Mitte. Y-Versatz mal ein bisschen mehr nach unten. Und dann Zoom ein bisschen größer, kleiner. Wie wir das haben wollen. Live Wallpaper. Finde ich gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.